Hallo und herzlich willkommen zu Days Gone. Wie schon im anderen Video gesagt, das ist auch so ein Titel, den ich auf PS4 hatte, aber leider ist die PS4 im Arsch gegangen. Und im Sale habe ich mir das jetzt einfach für den PC gekauft und guter Nebeneffekt ist halt, dass es auch die bestmögliche Optik, soweit ich weiß, ist. Und deswegen starten wir ein neues Spiel und wir gehen rein und ich halte die Schnauze. Bis gleich. Sieht nicht gut aus, das Messer hat man nie erwischt oder so. Sie wird septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich es war, dieses Mädchen, dieses verdammte kleine Kind. Großes Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Lauf. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach einen von diesen Helis anwinken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichwunde. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, hören Sie, O'Brien, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser mehr. Ach, komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazaretteinheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. O'Brien. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen, nur wir für zwei? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie, na los! Na komm, Sasse. Ist okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey, ich bin sofort zurück. Okay, Busa, los jetzt. Wir müssen warte, zu diesem... Warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Geh. Geh mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, haben wir. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp, nördlich vom Three Finger Jacks. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Weg. Er kann nicht weit sein. Warte, Motor aus. Scheiße, sie lebt. Everest. Everest, hey. Everest. Was ist hier passiert? Ich meine, wer war das? Waren das Ripper? Leon!
Genau, fick dich, Leon. Ja, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber ich fand das Spiel eigentlich sehr unterhaltsam und ich bin auch echt enttäuscht, dass der zweite Teil gecancelt worden ist. Und ich hoffe, das ändert sich vielleicht doch noch irgendwie mal, aber ich denke nicht. Auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe auch schon ein paar Videos hier auf YouTube von der PS4 aufgenommen. Voiceless damals noch, weil ich kein Mic hatte, beziehungsweise kein ordentliches Mic. Und ja, ich war damals schon positiv angetan. Und das bin ich jetzt sogar noch mehr, weil die Optik einfach einiges besser ist. Weil auf der PS4 Pro lief das ja auch nur in 30 FPS und zwischendurch hat es auch mal geruckelt. Aber nichtsdestotrotz hat es Bock gemacht. Und ich habe auch mega Bock, das jetzt wieder weiterzuspielen. Es gab natürlich so ein paar Passagen, die mir nicht so ganz zugesagt haben. Aber dazu in diesem Let's Play gibt es dazu noch irgendwann mehr. Achso, Bus. Okay. Gib mir Deck. Alles klar. Erst da lang. Na los. Als ich damals den ersten Trailer, E3-Trailer gesehen habe mit den unfassbar großen Zombie-Massen, das war schon sehr beeindruckend. Aber als das Spiel dann rauskam, war das halt nicht mehr so beeindruckend, weil das dann schon ein paar Jahre dann weiter war. Überlebenssicht. Ich finde es aber trotzdem immer noch sehr beeindruckend, wie viele Zombies dann doch auf einen zukommen. Beziehungsweise, wie es hier heißt, Freaker. Aber für mich sind es eben Zombies. Scheiß drauf. Vielen ging ja auch hier der Hauptcharakter auf den Sack. Ich finde den jetzt nicht so schlimm. Der labert natürlich immer zwischendurch ein bisschen dummes Zeug hin und wieder, aber es ist nicht so schlimm. Ah, hier, Fußspuren. Okay. Mal sehen. Warte. Hier runter. Die Spuren sind frisch. Ja. Wo hast du diesen Spurensuch-Scheiß gelernt, hä? Ich war mit meinem Alten auf Elchjagd, als ich klein war. Das war immer ein ewiges Fährtenlesen. Du warst auf Elchjagd und hast ein Pferd gelesen? Ah, der musste jetzt sein. Oh. Oh, fick dich, Leon. Das ist doch, glaube ich, Leon, oder? Hab's vergessen. Ja, dann hinterher. Ja, nur ein Streifschuss. Das Arschloch ist zu blöd zum Zielen. Scheißkerl. Mir geht's gut, Buser. Ja, ich seh's. Da ist Blut am Balken. Er muss da lang sein, zum Wasserfall. Ja, er verliert eine Menge Blut. Der kommt nicht weit. Ja, hier unten sieht man eine kleine Horde. Aber es gibt auch noch weitaus größere. Aber ihr kennt das Spiel ja eh. Es ist ja auch schon ein paar Jährchen alt. 4, 5. Irgendwie so. Durchsuch ihn. Ausbluten. Das ist mal ein Abgang. Schön langsam. Sehr schmerzhaft. Aber das weißt du bestimmt. Sie hat noch geatmet, als wir sie fanden, du Arschloch. Ich wollte für sie keine Kugel verschwenden. Langsam. Warte mal kurz. Wo hast du die Drogen? Leon. Wenn du es sagst. Naja, dann machen wir es schnell. Versprochen. Ja, du wirst wohl nicht zu lange leiden müssen, Leon. Du hast ein kleines Problem, weißt du? Sie können dein Blut riechen. Sogar von da unten.
Wie es sich wohl anfühlt, hm? Lebendig, gefressen zu werden. Er wird es rausfinden. Leck mich. Mach's gut, Leon. Nein, wartet. Okay, nein, bitte. Ich hab's hier, nehmt. Wo? Der Friedhof. Auf dem alten Friedhof. Danke. Nein, du hast... Tu es. Lass mich nicht so zurück, Mann. Tu es. Tu es! Du verdammter Lügner! Tu es! Tag braucht einen Beweis fürs Kopfgeld. Das Richtige, Ritter. Sollte Tag. Wir überlassen niemanden den Freaks. Nicht mal solche Arschlöcher wie Leon. So, ab zum Bike. Hey, warte mal. Ich will dieses Camp durchsuchen. Vielleicht finde ich was für die Wunde. Okay. So wie ihr schönes. Vorsicht vor Bären. So viel ist hier nicht, ne? Da. Da kann ich was draus machen. Ah ja, da. So, jetzt können wir Verband herstellen, glaube ich. Jetzt muss ich das noch zusammenfügen und... Ja. So, ja, das ist sehr gut. Ich schätze, ich werde den Arm wohl erstmal nicht verlieren. Nee, erstmal nicht. Ah, jetzt kann ich auch sprinten. Dachte, wir gehen heute mal auf die Jagd. Bringen Tucker ein bisschen Beute vorbei. Nicht, wenn es wie aus Eimern schüttet. Oh Mann, wir brauchen die Camp-Punkte für neue Vorräte. Ja, okay. Aber nicht wieder die ganze Nacht. Scheiße, ich muss fitter werden. Ja. Das sehe ich auch so. Ich schau mal, ob wir was von Leons Bike verwerten können. Entschuldigung. Nein, verdammt. Was? So eine Scheiße. Das ist wohl die Benzinleitung, oder hast du dich eingepisst? Die Pumpe. Leon, ja, er hat meine Pumpe geschrottet. Können wir was aus seinem Bike holen? Ach, vergiss es. Ah. Los. Fahren wir nach O'Leary Mountain zurück. Wir suchen morgen früh ein paar Teile und holen dein Bike. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir können das auch gleich erledigen. Was? Crazy Willis ist nicht weit von hier. Lass uns einfach dahin. Was hast du vor? Wir wollten heute eh auf die Jagd gehen. Und warum dann nicht im Crazy Willys? Ja, okay. Ja, warum nicht? Hey, was hat Leon dir gegeben? Vielleicht irgendeine Karte? Wenn wir mein Bike haben, fahren wir zum Friedhof und sehen uns mal um. Ja, okay. So. Morgen holen wir die Drogen, bringen sie zu Tucker und kassieren Leons Kopfgeld. Und dann ab nach Norden. Und du glaubst, die Scheiße ist im Norden anders? Mir egal, ich glaube, es tut uns gut, hier wegzukommen. Da sind schon die ersten Freaker. Warte, da blockiert etwas die Straße. Vorsicht, ich... Ich hab so eine Falle neulich schon mal gesehen. Ein paar Ripper blockierten die Straße mit einem Truck. Los, hilf mir schieben. Ja, Mann. Bereit? Fahrzeuge schieben. Einige Fahrzeuge können bewegt werden, um Wege zu räumen oder zu blockieren. Halte X gedrückt, um sie zu schieben. Ja.
Jetzt schieb man. Schieb mal eine ruhige Kugel. Moment mal, Moment. Ja, hast deinen eigenen Kollegen verdroschen, ne? Dumme Sau. Hier, Schlitz, Schlitz. Da kam aber Suppe raus. Um das Ziel zu wechseln, halte L in Richtung des Gegners gedrückt und drücke RT. Zack, und nochmal. RB, wegrollen und nochmal. Zack. Schlitz und Schlitz. Und nochmal. So. Mach schon. Wir haben es fast. Habt ihr noch was? Nee. Ich habe noch keine Minimap. So, kannst du jetzt bitte auf dein Motorrad steigen, damit wir weiterfahren können, weil es ist nicht meins. Ich darf nicht fahren. Ich darf nicht fahren. Ich habe was getrunken. Die Freak haben was dagegen. Oh Mann. Also ich habe auch zu dem Video keine Testaufnahme gemacht. Ich hoffe, das ruckelt nicht, weil ich nehme in UHD auf. Ah, wir sind fast beim alten Nero-Kontrollpunkt. Wir sind fast da. Und ansonsten ist alles auf Maximum gestellt. Und falls nicht, werde ich das zu der nächsten Folge ändern. Gib mir die Schrotflinte. Ich gehe vor. Gib mir die Schrotze. Jawohl. Hallo? Jemand zu Hause? War wohl ein ganz guter Schutz für Sie. Die Taschenlampe bringt ja auch mal so gar nichts. Scheiße, sieh sie dir an. Was für eine Bande von dämlichen Arschlöchern. Ah, hier kann man aufmachen. Hey, Mr. Fett, können wir bitte hier warten, bis eine Horde kommt und uns alle tötet? Verschissener Tod, in so einem Loch in der Falle zu sitzen. Hier können wir rein. Gucken, was da drin ist. Ich gehe erstmal nach hinten. Warum kann ich ihn jetzt schon wieder nicht rennen? Immer diese Tutorial-Mission. Ja, aber... Soweit ich das in Erinnerung habe, war das hier nicht so ewig lang. Ich habe das, wie gesagt, nur einmal kurz angespielt auf PC, um die Grafikeinstellung vorzunehmen. Und... den Rest mache ich dann mit euch zusammen, wenn ihr Bock habt. Also das wird auf jeden Fall erstmal nur eine Pilotfolge werden. Und wenn ihr wollt, kann ich da gerne ab und zu mal ein paar Folgen von raushauen. Aber das mache ich von euch abhängig diesmal. Siehst du das? Scheiße. Da. Los, weiter. Warte mal, wie viele Molotovs hast du noch da? Deswegen, lass Daumen da, dann mache ich mehr. Lass es. Scheiße, Mann, du hoffst, dass jemand da ist. So, zünd an das Nest. Loch Nest. Das Loch Nest. Und so ist es wohl. So, Freaker. Kapum. Ja, das war easy. Mann. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube auch. Denke an meine Flinte. Ja. Okay. Jetzt wieder da hoch. Wovon redest du? Das verdammte Flüchtlingslager. Ist nur so, wenn du daran denkst, dort hinzufahren. Wie bin ich denn? Es ist nicht deine Schuld, dass sie tot ist. Hör auf. Wenn du mit Sarah in den Heli gestiegen wärst, wärst du auch tot. Es hätte nichts geändert. Hey, lass es einfach. Ja.
die Alarmanlage aus. Wunder, dass das Auto überhaupt noch Saft auf der Batterie hat. Halt die Schnauze. Genau, halt die Schnauze. Ja, wie gesagt, vielen Spielern ging halt von Deacon diese Sprüche zwischendurch immer auf den Sack. Ich finde die jetzt gar nicht so schlimm, weil es passt meistens ja auch irgendwie zu der Situation. Der Versorgungstunnel. Versuch von der anderen Seite den Weg frei zu machen. Ja, Mann. Alles klar. Leuchte einfach mit dem Scheinwerfer in die Richtung und warn mich, wenn du was siehst. Genau. Leuchte in die Richtung. Ich gehe so lange in eine andere Richtung. Ja. Blut. Blut zeigt den Weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Matsch. Und Kopf. Fehler gebrochen, wollte ich sagen. Kopf gebrochen. Okay. hier haben wir noch was. Kann ich eigentlich jetzt, genau, ich kann auch ein bisschen was herstellen. Geil. Ja, das Menü hat auch ein bisschen was von Last of Us, so klein wenig zumindest. Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man da so ein bisschen schnelles Crafting hat, würde ich jetzt mal das Ganze nennen. So, Boozer, komm mit deinem Bike. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Was ist hier schon geplant in dieser Welt? So, aus. Aus die Maus. Machst du das jetzt aus? Verdammt. Manchmal die Steuerung, aber das ist nicht nur bei diesem Spiel so. Das ist gerade bei vielen PS4-Titeln so gewesen. Red Dead Redemption ist ja auch so eine Panzersteuerung und die ist, finde ich, ähnlich hier. Was haben wir hier Schönes drin? Hier ist schon mal nichts. Hier ist auch nichts, oder? Doch. Doch, doch. Die Mucke ist wieder so. So stressig. Hier ist bestimmt ein Gegner. Ja. Oh ja. Freak in, freak out. Get your freak on. Lass dir ruhig Zeit beim Nachladen. Wir haben ja Zeit in der Apokalypse. Ist ja kein Zeitdruck mehr. So. Gehen wir mal hier rein. Hier ist nichts. Polizeiauto. Ist bestimmt. Und was Gutes. Ja, Munition. Sehr schön. Und hier? Kann man nicht aufmachen? Schade. Noch ein Nest. Oh ja. Ja. Man riecht's. Molotow. Wie viele Molotows hast du noch? Das war gerade der letzte. Tja. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja, ja. Nee. Muss ich suchen. Hier. Hä? Achso, ich soll erstmal zu ihm. Der hat wahrscheinlich Zeug noch in seiner Biketasche. So. Das haben wir gleich. Einmal Molotow. Und auswählen. Auch. Zack. Jetzt gibt's Barbecue. Ein Freaker Barbecue. Komm ran auf den Mann. Hier. Hey, komm schon. Ja, okay. Eine Sekunde. Sehr nice. So. Weiter geht's. Ich hab darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Ich meine ja, du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, yeah, Bruder, das höre ich gern.
Da, deine Freakshow. Shit. Alles voll. Der eine Freaker kaut das Kind da an. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Fixer! Der Boozer, der gute Junge. Ja, Munition brauchen wir, aber besser ist es natürlich, die hinterrücks zu erlegen. Ja, das war die Pilotfolge zu Days Gone. Ich finde es ein super Spiel, kann ich nur empfehlen. Vor allen Dingen jetzt, gerade im Sale. Wer auf sowas Bock hat, auf jeden Fall zuschlagen. Wer es noch nicht kennt, aber die meisten kennen das wahrscheinlich. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Folgen haben wollt, dann lasst gerne ein Abo, Daumen da oder schreibt es in die Kommentare. Ich mache das diesmal von euch abhängig, ansonsten werde ich das mal zwischendurch immer mal wieder eine Folge raushauen. Wird das natürlich aber auch gern chronologisch machen, aber wie gesagt, das hängt an euch. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Shark. Ciao, ciao.